diesem Trainingsmodul werden Sie durch den Betrieb der DB BR 363 Diesellokomotive geführt. In dieser kurzen Einführung werden Sie etwas über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Güterbetrieb lernen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie. Ist eine dreiachsige Diesellokomotive. Obwohl sie in erster Linie im Rangierdienst eingesetzt wird, kann sie auch für den Personen- und leichten Güterverkehr verwendet werden. Die 363er wurde als Verbesserung ihrer Vorgänger, der 260er und der V60er gebaut. Letztere wurde 1955 aus Mangel an zuverlässigen Rangierlokomotiven der DB hergestellt. Die 360er-Serie entstand durch eine Umklassifizierung der 260er im Jahr 1987, wobei der Motortyp in eine kleinere Lokomotive geändert wurde, um die Ausbildungskosten für die Lokomotive zu senken. Die BR 363 wurde 1997 von einem 12-Zylinder Maybach GT06 Dieselmotor auf einen 12-Zylinder Dieselmotor von Caterpillar umgerüstet. Verwenden Sie den Hauptschlüssel, um das Führerpult zu entsperren. Drücken Sie den Umschalter, um die aktive Führerstandseite festzulegen. Der Richtungsschalter wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu verändern. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anderen mitzuteilen, dass diese Lokomotive betriebsbereit ist. Dieser Lokomotive sind manuell regelbar. Anstatt die Bremskraft direkt mit einem Hebel einzustellen, verwenden Sie die Bremssteuerung. Sie müssen Druck hinzufügen und entfernen. Halten Sie den Bremshebel in der Lösenstellung, um die Bremsen zu lösen. Wenn Sie loslassen, wechselt der Hebel standardmäßig in die Fahrenstellung. Können Sie die Stufen, die Sie halten möchten, erhöhen und verringern. Schalten Sie nun etwas Leistung auf.
Aufrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, wenden Sie ein wenig Bremskraft an. Die direkte Bremse wird genutzt, um ausschließlich auf die Lokomotive Bremskraft anzuwenden. Sie lässt sich schneller anlegen und lösen als die Führerbremsventile. Wenn Sie wie jetzt als Einzellokomotive unterwegs sind, ist es also besser, diese Bremse zu verwenden. In der Anwendbestellung füllt sich die Bremszylinderanzeige. Wenn Sie den Hebel in die Halteposition bewegen, wird die gleiche Bremskraft beibehalten. Alternativ können Sie den Hebel auch in die Lösenposition zurückbewegen, um die Bremskraft zu verringern oder zu lösen. Halten Sie den Zug an. Indem Sie mit der direkten Bremse eine angemessene Menge an Bremskraft aufbringen. Dies ist ein guter Ort, um anzuhalten, da Sie den Weichenbereich passiert haben. Die Güterwagen befinden sich hinter Ihnen. Wechseln Sie die Fahrtrichtung mit dem Richtungsschalter. Ändern Sie dann die angezeigte Weiche mit Hilfe der Karte oder zu Fuß. Sind korrekt gestellt und Sie können jetzt an die Güterwagen ankuppeln. Zuerst müssen Sie die Kupplung absenken. Fahren Sie dann langsam heran und halten Sie an, sobald Sie angekuppelt haben. Vergessen Sie nicht, die direkte Bremse zu lösen, bevor Sie Leistung aufschalten. Sie müssen die Kupplung in dieser Lokomotive absenken, bevor Sie ankuppeln können.
Thank you.
Thank you.